Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu einer kurzen Spezialausgabe der Zeit im Bild anlässlich der jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten. Die radikal-islamische Hamas hat heute früh Israel angegriffen. Aus dem Gazastreifen sind in den frühen Morgenstunden hunderte Raketen abgefeuert worden. Und der Militärchef der Hamas, der spricht in einer Botschaft vom Beginn einer Militäroperation gegen Israel. Zudem sollen bewaffnete Kämpfer der Hamas auch nach Israel eingedrungen sein. Israel hat infolge den Kriegsmodus ausgerufen. Der israelische Verteidigungsminister sagt wörtlich, die Hamas hat heute einen großen Fehler gemacht. In den frühen Morgenstunden werden die Menschen in Jerusalem, Tel Aviv und Aschkelon aus dem Schlaf gerissen. Gebäude stehen in Flammen. Derzeit wird von 2 Toten berichtet. Mindestens 12 Menschen wurden verletzt. Die radikal-islamische Hamas spricht von 5000 Raketen, die auf Israel abgefeuert wurden. Bewaffnete Kämpfer sind aus dem Gazastreifen nach Israel eingedrungen. Nach unbestätigten Meldungen gibt es auch hier Todesopfer. Israelis sollen entführt worden sein. Die Hamas hat einen Krieg gegen Israel begonnen und Israel wird als Sieger hervorgehen, erklärt der israelische Verteidigungsminister Gallant. Hoffentlich bei Gott werden wir den Sieg erringen, sagt diese Palästinenserin, die mit hunderten anderen aus dem Gazastreifen flieht. Die Israelis haben uns genug gequält, jetzt sind sie an der Reihe. Israel befindet sich im Kriegszustand, erklärt der israelische Polizeichef Shabtai. Die Anweisung an die Bewohner lautet derzeit, sich in ihren Häusern einzuschließen. Und inzwischen hat es auch schon mehrere Reaktionen auf diesen Angriff gegeben. Die Europäische Union, die verurteilt die Angriffe der Hamas unmissverständlich, sagt etwa der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Man verfolge diese neuen Entwicklungen mit Angst. Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock spricht von einem terroristischen Angriff und auch Ägypten warnt vor schwerwiegenden Folgen der Eskalation zwischen der Hamas und Israel. Und ich bin jetzt telefonisch mit unserem Israel-Korrespondenten Tim Kupal verbunden. Er ist gerade auf dem Weg von Österreich zurück nach Israel. Tim, das ist eine Eskalation in einer Größenordnung, wie wir sie schon lange nicht mehr hatten, auch in dieser Gegend. Was passiert denn da gerade? Also man kann mit Fug und Recht sagen, die Lage ist so ernst wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Koordinierte gleichzeitige Angriffe aller Terrorgruppen in Gaza gegen Israel, Terroristen, die in israelisches Gebiet eindringen. Eine undenkbare Tatsache eigentlich. Man hat sich immer gedacht, dieser Grenzzaun, der sei eigentlich unüberwindbar. Gefechte in Ortschaften im Süden Israels. Die Kämpfer der Hamas sollen teilweise in einigen Ortschaften die Kontrolle übernommen haben. Auch bisher undenkbar. Tausende Raketen, die nach wie vor auf Israel abgefeuert werden, die offenbar teilweise auch den Raketenschutzschild durchdringen. Wir haben Meldungen über einige Treffer in Israel. Wir haben Berichte über Opfer unter Zivilisten und auch Soldaten auf israelische Seiten. Offizielle Bestätigungen gibt es dazu nicht. Es kursieren Videoaufnahmen von einem gekaperten israelischen Militärfahrzeug zum Beispiel, von einem angeblich getöteten israelischen Soldaten. Das lässt sich natürlich alles nicht sofort verifizieren. Die Lage, die verändert sich stündlich. Uns liegen derzeit noch nicht viele bestätigte Informationen vor. Wir müssen das mit Vorsicht behandeln. Aber Israels Premier Netanyahu, der spricht ganz eindeutig von Krieg. Israel befindet sich im Kriegszustand. Also eine sehr ernste Lage derzeit. Die Ausrufung dieses Kriegsmodus, die ermöglicht ja Israel auch weitere militärische Schritte, etwa auch die Mobilisierung von Reservisten. Was ist denn da in den kommenden Stunden nun zu erwarten? Also meiner Einschätzung nach müssen sich die Menschen auf längere Angriffe, auf längere Kämpfe einstellen. Israel wird bei Angriffen in diesem Ausmaß, bei einer Kriegserklärung, bei einer Operation der Hamas, die sich selbst als Flut der Al-Aqsa-Moschee bezeichnet, bei diesem Ausmaß, bei dieser Größenordnung kann man nicht nur einfach mit einigen Luftangriffen antworten. Es tritt das Sicherheitskabinett um 13 Uhr zusammen, 14 Uhr in Österreich. Da wird man entscheiden über die Antwort, über das Ausmaß der Antwort. Im Raum steht laut einigen Militärexperten auch eine Bodenoffensive, die natürlich auch über alles, was wir bisher erlebt haben, hinausgeht, die natürlich auch viel mehr Opfer fordern würde als vergangene Konflikte mit Gaza. Die große Frage ist, wird die befürchtete Zusammenarbeit mit der vom Iran gestützten Hisbollah in Libanon, mit radikalen Kämpfern in Syrien und im Westjordanland mit gleichzeitigen Angriffen auf Israel zu einem Mehrfrontenkrieg führen? Das ist die große Sorge hier in Israel, weil das würde den gesamten Konflikt wirklich auf ein anderes
Niveau bringen und ein anderes Bedrohungsszenario für das Land bedeuten. Also eine enorme, extreme Eskalation im Nahen Osten. Vielen Dank, Tim Kupal, für diese ersten Informationen. Ja, das war's von uns für diesen Moment. Wir melden uns dann wieder mit ausführlichen Informationen zu dieser Eskalation im Nahen Osten in einer verlängerten ZIP um 13 Uhr hier in ORF 2. Bis dahin, auf Wiedersehen.